Und es geht weiter mit ein wenig Spellstone. Heute ist der letzte Tag, wo man sich die verbesserten Karten zum Teil günstiger zurückholen kann. Mit dem Resummon-Feature, also hier. Card Resummon. Denn ich konnte meinen Augen nicht trauen, Deck bearbeiten. War der... hier. Hatte der aufbrausende Drache auch schon immer 33? Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe eher so auf die Engel etc. geachtet. Aber anscheinend ist der auch ein bisschen stärker geworden. Richtig fein. Hier mein aufbrausender Drache. Der hat hier... ach komm. Was hat er hier drin? Das dürfte sogar eine epische sein. Oder Rune ist auch ein gutes Stichwort. Gestern. Endlich wieder. Crafting ist nur eine normale. Aber trotzdem besser als gar keine. Hier, habe wieder eine Zutat bekommen. Bitte was Feines, was ich verwenden kann. Komm schon. Warum immer Schild und Panzerung? Jedes Mal bekomme ich das. Hey, sag nicht, da gibt es jetzt eine Zutat, um eine weitere Rune zu craften. Oh, 500 Gold. Mann, warum bekomme ich immer Schild und Panzerung? Habe ich vielleicht zufällig, ohne es zu sehen, eine epische? Nö. Das ist echt bitter. Das ist bitter. Plus 5. Wo habe ich die denn alle? Ach so, die Kiste muss ich öffnen. Moment mal. Und abbrechen. Hier sehe ich noch ein Erz. Und eventuell funktioniert der Slider mal. Nö, er funktioniert... ja, eventuell funktioniert er mal. So, Bladewing, genau. Bladewing gab es. Bei dieser Eventbelohnung habe ich jetzt aber leider nur doppelt. Und einmal kann ich es mir noch bei Duskwillow holen. Und den Venom-Drachen habe ich bekommen. Als Belohnung. Das heißt, den kann ich mir jetzt auch vierfach machen. Und genau, sorry, es tut mir leid, ich vergesse das immer. Bezüglich Fraktionen. Es gibt die drei, die bei jeder Karte... also wo eine davon sozusagen immer ist. Und zwar, ich habe eben nachgesehen, dass ich es nicht wieder verwechsle. Chaos, Wild und Äther. Diese drei, da hat immer, jede Karte hat eines davon. Und da gibt es noch Leere oder so, aber die sind eher für Kampagnen nur gedacht. Bedeutet also, diese drei, da wird es nie ein BGE dafür geben, so einen Effekt. Was ich schade finde, denn ich habe so viele Chaos-Karten irgendwie, kommt mir so vor. Aber genau, nur für diese zweiten immer. Frosch, Elementar, das wusste ich schon mal, das hat mir mal jemand geschrieben, aber... das heißt, hier der Feuertitan zum Beispiel, der könnte rein theoretisch, glaube ich, niemals von irgendetwas profitieren. Was aber hingegen richtig genial ist... Moment mal. Deck bearbeiten, mein Deck ansehen hier. Boomsting Shot als Beispiel ist Goblin Insekt. Manche Karten, die richtig gut sind, haben eben zwei oder auch meine alte Karte hier. Bezüglich dieser Frosch, der hatte Seafolk und Frosch. Hier Frosch Avian, ebenfalls zwei, also wenn man Glück hat, hier nur Drache. Das heißt, die profitieren dann von diesen Effekten zusätzlich oder eben auch von, wenn jemand irgendwas hat wie Schild, nur für Seafolk und jemand hat zwei, dann ist es natürlich doppelt gemoppelt und besser. Genau, hätten wir das auch geklärt, ich hoffe, ich merke mir das jetzt mal. Bezüglich Deck bearbeiten, also eine Karte haben wir ja noch, die ich gerne rauskicken würde. Beziehungsweise, ja, Scylla und enormer Kraken, diese beiden. Würde ich gerne loswerden, irgendwie so. Und wie ich das machen werde, das ist mit dem... Moment, sortieren, ich muss es häufiger nutzen, dieses schöne Feature. Mit dem Bogenschützen, sehr gerne. Aber mir fehlt leider noch der arkane Staub. Mein Gold ist weg. Die Prämien, Moment, in der Kiste kann ich öffnen. Prämien sind ein paar da, aber noch nicht am Maximum. Werde ich gleich noch kämpfen. Eine goldene Kiste ist endlich am Start. Die habe ich über Nacht öffnen lassen. Da gibt es immer einiges an Gold. 44 davon, 1000. Bei 1200 kann ich mir dann zwei von diesen Karten kaufen. Aus der Arena-Box. Aber ich habe da noch nichts, was ich irgendwie damit kombinieren könnte. Nur man muss aufpassen, 1300 ist das Maximum. Oh, wenn es mal so beginnt, ich nehme den Engel. Ich würde gerne immer mit einer Karte mit einer Verzögerung beginnen. Ich hole mir jetzt mal eine Kiste, denn ist ja schade, wenn da schon minutenlang nichts passiert. Dann kämpfe ich ein bisschen und heute, was ist denn heute? Moment, heute startet, genau, das finde ich irgendwie, keine Ahnung, was ich sagen soll. Aber der hat dieselbe Karte wie ich. Ich habe zwar begonnen, aber er darf eigentlich im Prinzip beginnen. Ist irgendwie so etwas ärgerlich, aber okay. Das heißt, wer beginnt, beginnt eigentlich gar nicht. Was ist heute nochmal? Heute startet was und morgen startet dann auch was. Ich muss gleich nochmal nachsehen, ich bin so vergesslich und hab's vergessen. Boomsting Shot, ja, vielleicht geht's ja noch los. Wenn der jetzt doppelt da, oh, wie sie einfach beide die verhexen. Wenn beide verhexen diese Karte getroffen
hätten, hätte, haben, sein, werden, dann wäre Dora Bubble wahrscheinlich kaputt gegangen. Naja, so nicht. Und da die Karte ist tot, die andere hat einen Lebenspunkt. Vielen Dank, dass ich beginnen durfte. Freut mich wirklich, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Es ist immer schön, wenn man beginnen darf. Nur ernsthaft. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich nicht beginnen muss, kann man schon fast sagen. Denn, ja, da weiß man, was der andere spielt, kann sich darauf einstellen, der bekommt eine extra Verzögerung drauf, etc. Jetzt wird mich der dann einfrieren, meinen Boomsting und so. Okay, egal, na, schauen wir mal. Bin ja noch mit dabei. Genau, dieser Dungeon startet dann. Und da bis dahin, ich weiß nicht, jetzt noch Gold sammeln etc. Der Bogenschütze war ja das Ziel. Mal schauen, ob das was wird. Ach, bitter. Das ist bitter, ich versuche es mit Ronin. Jetzt hatte ich zum Beispiel nämlich Scylla als erste Karte und habe sie nicht gespielt, weil wenn ich die als erste Karte gespielt hätte, wäre das eine Viererverzögerung gewesen und dieser Engel hätte mich bis dahin kurz und klein geschlagen. Okay, das wird leider nicht. Nächste Runde will ich bitte nicht beginnen. Das wäre sehr nett. Dankeschön. Runen, Runen, Runen. Ohne Ende. Ich bin jetzt auch mittlerweile PvP Level 14, aber bei mir gibt es irgendwie keine Runen, Runen, Runen. Und wenn ich welche bekomme, dann nur die miesen, die ich leider nicht in mein Deck verbauen kann. Der hat Durchbohren und Lebenspunkte abschöpfen. Der hat echt in jeder Karte eine Rune dabei. Hey, ich hole noch auf. Obwohl es nicht so rosig aussah. Aber anscheinend, weil der Drache jetzt ein bisschen stärker ist, gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr gut, denn der panzert alle. Und das ist gut. Er schildet alle, meine ich natürlich. Sorry, schild alle drei. Schild alle drei? Ach krass, ich habe mir die Liste eigentlich durchgelesen, aber der Sturmdrache ging irgendwie unter. Die Liste war auf Englisch, vielleicht habe ich den Namen auch nicht erkannt, des Drachen. Aber krass. Hey, dann werde ich die Karte häufiger spielen. Schild alle drei mit Doppelschlag, Schild alle sechs. Das ist natürlich... Das ist ordentlich. Hier macht er ihn jetzt auch. Schild alle sechs, das heißt in dieser Runde haben es die schon mal ziemlich schwer, da Schaden zuzufügen. Wie ich das noch rumreißen konnte... Ich würde fast sagen, Drache sei Dank, oder? Muss ich mir gleich ansehen, was der dann noch bekommt mit einer Vierfachfusion. Da habe ich ja eine richtig feine Karte eigentlich schon sehr lange im Deck. So, jetzt nehme ich mal Scylla. Mit drei Dreierverzögerungen. Irgendwie bei den Live-Kämpfen gibt es manchmal so kleine Lags. Das bitte ich zu entschuldigen. Aber das ist so. Der ist übrigens auch deutsch. Wenn ich das richtig sehe, German heißt die Gilde. Oh, jetzt ist er weg, der Drache. Du hast null Schaden wegen Korrosiv und so. Der könnte ein großes Problem werden. Weil da wird jetzt niemand Schaden zufügen. Kannst du ihn... Yo, immerhin, ein Lebenspunkt. Gut, das dürfte es gewesen sein dann. Mal schauen, welche Kiste ich bekomme. Bis kurz vor Schlafen gehen möchte ich... Okay, jetzt ist das im Prinzip schon vorbei. Also ich sehe es mir an. Bis kurz vor Schlafen gehen möchte ich noch eine 6-Stunden-Kiste haben. Das mache ich jetzt immer fleißig, weil ich gesehen habe, beim letzten Mal war das nicht so toll, als ich die Arena-Münzen habe schleifen lassen. Da entging mir sozusagen diese Karte hier in vierfach. Und die ist sowas von genial. Na gut, das war's jetzt aber, denke ich mal, genau, goldene. Die will ich aber, ja egal, kann ich jetzt auch direkt öffnen. Macht nichts. Eine muss ich mir aber dann für später noch aufheben. Gut. 1000 Arena-Münzen, 1300 oder 1500 ist das Maximum, irgendwie sowas, 1500. Das heißt, bis dahin muss ich sie ausgeben. Und in dieser Zone beim Ranger, der ist schon ziemlich hart, aber geht noch, bekommt man Sharpwing. Das heißt, den hätte ich dann dreimal. Leider kein viertes Mal, weil ich eben zu wenige Arena-Kisten geöffnet habe. Das war mein Fehler beim letzten Event. Und die ich geöffnet habe, da waren nicht die richtigen dabei. Von daher, boah, was hat denn der... 5, 5, 6. Ist in Ordnung. Ist definitiv in Ordnung. Kein Problem, kein Problem. Ich hoffe, der kommt damit durchbohren ein bisschen durch. Ja, 13. Das passt. Das passt auf jeden Fall. Jetzt nehme ich direkt den Drachen. Oder hätte ich Adora Bubble nehmen sollen? Egal. Ich muss auf Schild hoffen, etc. Oh, Ronin. Verhext jetzt natürlich immer das richtige Ziel. Nimmt aber auch richtig viel Schaden. Wow. Das war schon mal ein feiner Start. Oh, diese Karte ist unfassbar brutal. Aber sowas von. Das Verhexen von Ronin ist jetzt leider unnötig. Das ist schade, ich würde die gerne... Hey, was geht ab? 17 Schaden? Fein.
dass das so einfach wird hier. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber okay. Achso, ich wollte mir ja ansehen, wie man den noch fusionieren kann mit vierfach, weil mir fehlt eigentlich nur noch einer. Ich habe den schon dreimal in Summe. Und der noch mit dieser Rune etc., das wäre schon ziemlich genial. Genau, aber ich weiß nicht, was ich falsch mache. Warum haben alle so viele Runen? Und ich irgendwie nicht so. Ich kämpfe wirklich alle Prämien und gewinne auch fast immer. Weiß nicht, ob das RNG ist. So, Glück und Pech. Oder ob sich die Leute vielleicht die Runen teilweise auch kaufen etc. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich meine, zwei Runen besitze ich. Bitte, Brine Soul. Zwei Stück sogar. Ja, wenn es so weitergeht, dann ist die legendäre Scylla nicht mehr weit entfernt. Schön. Okay, Moment. Muss man kurz überlegen. Erstarren jede zwei. Das heißt, direkt sobald ich drankomme, ist es aus und vorbei. Ach, den hasse ich. Da werde ich... Ich weiß nicht, ich will es nicht sagen, aber... Och, eine Einserverzögerung, klar. Wie kann ein Held erstarren jede zwei haben? Das ist sowas von unfair. Der macht mich jetzt... Ja, nächste Runde macht er mich kaputt. Oh Mann. War klar, dass der... Wie viel Schaden hat denn der jetzt? Plus 5. Okay, Berserk 5, alles klar. Naja. Mal schauen. Ach so, nein, mit Berserk 5, klar bin ich da tot. What? Durch Unsichtbarkeit habe ich den nicht getroffen und wieder erstarrt worden, weil der das hat, erstarren jede zwei. Nö, da werde ich nicht weiterkämpfen, denn durch den Held, durch den Effekt von diesem Helden ist das zu heftig. Yo, macht er den kaputt? Oh, schön. Der Frosch, kann der noch jemanden? Nein, hat er schon. Schade. Und direkt kaputt, der andere. Es ist nicht lustig. Ich weiß noch, als ich bei dem Helden... große Probleme hatte. Aber hey, es ist das Video einmal, mache ich noch. Denn ich will mir ja Sharpwing holen und die Brine Souls etc. Aber dann mache ich natürlich wieder wie gewohnt bei der neuen Zone weiter. Ah, das ist das Problem. Wenn ich den nehme, bin ich direkt erstarrt. Und egal, welche ich nehme. Der wartet so lange, bis die Verzögerung bei 1 ist, nächste Runde. Sodass ich, naja, immerhin... So... Und die nächste Karte mit einer 1er Verzögerung. Die bekomme ich jetzt nicht kaputt in dieser Zeit. Und sie bekommen mich allerdings schon kaputt. Und der hat dann auch, der kann auch einen von mir außer Gefecht setzen. Und die zwei Runden sind auch schon wieder rum. Genau, viermal, bei zwei Karten viermal die falsche verhext. Ronin, du bist Beste, wo gibt. Jo, du bist spitzenmäßig. Also ich weiß nicht, von wem du das gelernt hast, aber... Bei zwei Karten viermal die falsche verwenden... Ich soll es mal im Casino versuchen, glaube ich. Da hätte ich dann auch ganz gute Chancen. Okay. Aber jetzt wird was sterben. Mindestens eine. Ja, bei einer bleibt es wahrscheinlich. Klar, bleibt es bei einer. Du musst natürlich mit vier Lebenspunkten überleben. Was denn auch sonst? Und jetzt habe ich die drei Karten, wo ich eigentlich nicht so weiß, was die noch in meinem Deck verloren haben. Ich nehme sie trotzdem. Hat Erstarren und so. Mal schauen. Mhm, die überlebt natürlich nochmal. Danke, dass keiner davon verhext wird. Ach, kommt schon. Unfair, jetzt ging es so gut voran etc. Und nun, was ist da los? Was soll das jetzt? Einmal mache ich noch hier. Wenn ich schon... Ach so, ich bin durch. Ich bin durch und vorbei ist es hier. Na gut, dann würde ich mal sagen, was ist mit dieser Folge? Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen und es geht einfach nicht so weiter.